Hey Leute, zur weiteren Folge auf unserem Kanal, Leute. Heute gibt es ein weiteres Video für euch und heute geht es mal um die neuen Items, die mit dem neuen Patch 5.1 dazugekommen sind. Und ja, wenn euch die Folge gefällt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Postbewertung und ein Abo, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video zu teilen mit euren Freunden. Und ja, sonst würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Schaue ich euch heute mal die neuen Skins und ganz neuen Items vor, die mit dem Patch 5.1 dazugekommen sind, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mit dem ersten Skin. Und zwar handelt es sich hier um den Sumtan-Spezialist, Leute. Ist ein epischer Skin, Leute. Und geht hier so in die Richtung Bademeister. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Skin. Also gefällt mir auf jeden Fall relativ gut. Zu diesem Skin, also zu diesem epischen Skin, haben wir dann noch einen passenden Backpack. Das ist dann dieser Rettungsskin, könnte man sagen. Kennt man wahrscheinlich auch von Filmen, von Serien und so weiter. Ist auf jeden Fall schon allbekannt. Und dann haben wir nochmal eine Spitzhacke. Und zwar ist das die Rescue, also die Rettungspaddel. Das ist dann die Paddelspitzhacke, die auch relativ geil aussieht, Leute. Also der Ring ist epic, den gibt es natürlich mit dem Skin dann dazu. Der Skin wird dann 15 Euro kosten. Und die Spitzhacke ist rare, also blau, und wird dann wahrscheinlich, glaube ich, um die 1200 V-Bucks kosten. Also ist auf jeden Fall relativ geil. Also die Kombi von diesen ganzen Spitzhacken und von dem ganzen Skin gefällt mir auf jeden Fall relativ gut und kann ich wahrscheinlich dann auch weiterempfehlen. Dann kommen wir gleich zum zweiten Skin, und zwar geht es hier um den Maverick Skin. Zu diesem Maverick Skin haben wir gleich nochmal so einen Partner-Look Skin, könnte man sagen. Das ist der Shade Skin. Sind auch epic, also die kosten auch alle beide 1500 V-Bucks, Leute. Zu diesem Skin, also diesen Maverick Skin und zu diesem Shade Skin, bekommen wir dann nochmal passende Backpacks. Und zwar mit diesem Maverick Skin bekommen wir den Bad Attitude Backpack, Leute, den ich hier nochmal kurz einblenden kann. Und zum Shade Skin bekommen wir den Ballistic Backpack. Können wir auch hier nochmal einblenden. Der Backpack vom Shade Skin gefällt mir relativ gut. Hat hier noch diesen goldenen Style mit diesen Patronen, sind das, glaube ich. Und ja, gefällt mir auch relativ gut. Also die Backpacks sind natürlich wieder sehr, sehr gut gemacht hier von Epic Games. Und ja, sonst kann ich eigentlich zu den Skins nicht mehr sagen. Ja, sind auf jeden Fall, wie schon gesagt, richtig geile Skins und kann ich dann auch nur weiterempfehlen. Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Skin, und zwar handelt es sich hier um zwei Taucher, könnte man, glaube ich, schon sagen. Ich glaube, es sind Taucher, und zwar haben wir einen Reef Ranger, der ist natürlich epic, und dann haben wir einen Wreck Raider. Das sind ein weiblicher und ein männlicher Skin, gefällt mir auch relativ gut. Beim männlichen Skin haben wir eigentlich den Standard-Skin nur ein bisschen, glaube ich, umgewandelt, also eher so eine Verkleidung wieder, könnte man sagen. Und beim weiblichen Skin haben wir wirklich einen relativ, glaube ich, einen neuen Skin und dann halt den Anzug und so weiter, Leute. Und ja, zu diesen Skins, also die auch epic sind, also die kosten auch wieder 1500 V-Bucks, gibt es dann noch einen passenden Rucksack. Wir haben hier einen Diving Tank und einen Air Tank. Den Diving Tank bekommt die männliche Version und den Air Tank bekommt die weibliche Version, Leute. Dazu, zu diesen Skins haben wir, glaube ich, dann hier nochmal die Harpoon X, ist auf jeden Fall auch relativ geil, und ich glaube, die gehört auch einem zu diesen beiden Skins, ja, werden wir dann natürlich auch dann noch sehen. Und, Leute, dazu haben wir nochmal einen Gleiter, und zwar haben wir hier den Laser Chomp, also einen Laser High Gleiter, der auch wahrscheinlich zum Wreck Raider gehören wird. Und ja, sind auf jeden Fall wieder auch richtig geile Skins und die werde ich dann auch nur weiterempfehlen können. Dann kommen wir nochmal zum letzten Skin, und zwar handelt es sich hier um den Archetyp-Skin. In meinen Augen, wie kann das schon sein, dass das der Skin für Twitch Prime werden wird, Leute? Wieso? Weil er auch immer in diesem grau-schwarzen Style gehalten wird, wie die anderen restlichen Twitch Prime-Skins, auch in diesem grünen da. Und ich könnte vermuten, also ich würde sagen, dass das ein Twitch Prime-Skin werden wird, weil wir zu diesem Skin, also dem Epic-Skin, nochmal einen Gleiter haben. Das ist der Servo-Gleiter, kann ich auch nochmal hier einblenden. Das ist auch ein epischer Gleiter. Dann haben wir nochmal zu diesem Gleiter, also zu diesem Skin, den Backpack, den passenden. Haben wir hier einen Paradigm-Backpack, der ist auch episch. Und dann haben wir hier nochmal so eine Calipi-Ankommen-Spitzhacke. Ob die dann noch zu dieser Kombi gehört mit dem Archetyp-Skin, weiß ich halt noch nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es der Twitch Prime-Skin werden wird. Wenn es nicht der Twitch Prime-Skin werden wird, dann ist es auf jeden Fall richtig geil. Also wird auf jeden Fall richtig mega. Und ja, sonst haben wir noch als ganz letztes den eine Spitzhacke, eine Clutch X. Die kann ich noch nicht wirklich zuordnen, zu welchem Skin das gehören könnte. Aber ja, wird sich auf jeden Fall dann auch in den nächsten Wochen ja herausstellen, zu welchem Skin die Spitzhacke gehört, Leute.
Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal kurz zu diesen ganzen Tänzen, die auch dazu gekommen sind. Und zwar haben wir einmal Finger Wag, kann ich nochmal kurz einblenden. Das wird wahrscheinlich eher so ein Emote mit dem Finger werden. Dann haben wir nochmal eine Hand Signals, also ein Handsignal. Wahrscheinlich auch wieder mit zwei Fingern sowas um den Dreh. Man gibt hier noch keine Leaks, wie das aussehen wird. Sind alle beide ankommen, das heißt, werden wahrscheinlich alle nur so um die 200, 300 V-Bucks kosten. Und dann haben wir nochmal zwei Emotes, die etwas teurer werden. Und zwar haben wir einmal ein Rare Emote und ein Epic Emote. Das Epic Emote wird, glaube ich, 800 V-Bucks kosten. Und das Rare Emote 500, glaube ich, so um den Dreh. Und dann haben wir einmal Living Large, das ist das Rare Emote. Und dann haben wir noch das Intensity Emote, das ist natürlich dann Epic. Wie diese Emotes ausschauen werden, weiß ich derzeit noch nicht. Wird sie aber dann auch wieder in der nächsten Woche herausstellen, weil die dann eh wieder geleakt werden oder in den Shop kommen, Leute. Und das war es einfach mit den ganzen Items, die mit Patch 5.1 dazugekommen sind, Leute. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem ganzen Playground-Thema, die das auch wirklich sehr viele interessiert. Und zwar wissen ja vielleicht einige von euch, dass der Playground-Modus wieder ab morgen ins Spiel kommen wird, also ab dem 25. Juli, Leute. Dabei ist es noch immer ein LTM-Modus, also so ein Limited-Time-Mode anscheinend. Wir wissen noch nicht, ob der Modus dann noch immer fix ist oder ob der jetzt immer für immer drin bleibt. Das wurde dabei hier noch nicht angesprochen oder nicht angeschrieben, das werden wir dann sehen. Aber seit heute wissen wir, dass eben der Playground-Modus ab morgen, also ab dem 25. wieder zur Verfügung sein wird. Das hat auch Fortnite auf Twitter getweetet, kann ich nochmal kurz einblenden. Und ja, aber nicht nur der Fortnite-Modus kommt, sondern es wurden natürlich wieder ein paar Veränderungen vorgenommen. Und zwar wurden hier auch die Server so ein bisschen stabilisiert, dass natürlich alles ein bisschen besser läuft. Dann gibt es hier jetzt eine Team-Select-Option. Das heißt, ihr könnt jetzt mit Teams in die Schlacht gehen. Das heißt, wollt ihr irgendwie ein 2-vs-2 machen, was natürlich sehr oft der Fall war, dann könnt ihr jetzt in bestimmte Teams gehen. Das heißt, das Gegnerteam kann jetzt die Sache zum Beispiel nicht mehr editieren und die ganzen Sachen, die man damals noch konnte. Ist aber relativ geil und freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt neu dazugekommen ist. Dann gibt es natürlich die Cards, die jetzt natürlich ins Spiel dazugekommen sind. Und ganz viele andere Dinge. Ich kann hier nochmal kurz ein Bild einblenden, was hier alles neu geändert wurde oder was hier neu dazugefügt wurde. Es wurden zum Beispiel nochmal kurz Lootdrops wurden auch noch hinzugefügt, 100 Stück glaube ich. Und es wurde die Munitionsrate, also die Munition, die man aus Munitionsboxen bekommt, nochmal erhöht und so weiter. Ganz viele kleine Dinge, die hier nochmal verbessert wurden. Ist nochmal relativ geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Spielmodus dann nochmal zurückkommt. Wieder auf jeden Fall mega geil. Und ja, das war es dann mit dem ganzen Video, mit den ganzen Sachen, die dann mit 5.1 dazugekommen sind, Leute. Falls euch das Video gefällt oder falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like, eine Postwertung und ein Abo da, Leute. Wie schon gesagt, vergesst aber nicht, die Glocke zu aktivieren. Teilt das Video mit euren Freunden oder Verwandten. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.